Die im Film vorgestellte Radreise rund um die Müritz ist individuell organisiert. Sie radeln ohne Gruppe, unser gut durchdachtes Tourenmaterial zeigt ihnen den Weg und gibt viele Tipps. Start- und Zielort ist Wahn an der Müritz, mit der Bahn unkompliziert von Berlin oder Rostock aus zu erreichen. Die besonders schöne Lage an Deutschlands größten Binnensee macht Wahren sehr attraktiv. Am nächsten Morgen geht es los. Die erste Radtour führt Sie direkt durch einen Teil des Müritz-Nationalparks. Auch das Ostufer der Müritz mit seinem glasklaren Wasser gehört zum streng geschützten Bereich des Nationalparks. Die vielen Seen, Wälder und Moore werden weitestgehend sich selbst überlassen. Steigen Sie ruhig ab und zu vom Fahrrad, um die zahlreichen Aussichtsplattformen zu nutzen. Auch im Nationalpark gibt es Einkehrmöglichkeiten. Unser Reisebegleitmaterial gibt dazu die entsprechenden Informationen. Nach ungefähr 42 Radkilometern erreichen Sie das heutige Tagesziel, die kleine Stadt Miro. Auf der Miroer Schlossinsel ist die englische Königin Sophie Charlotte geboren. Vom Turm der Johanniterkirche hat man einen sehr schönen Rundblick auf die Landschaft der Kleinseenplatte. Ihr Hotel in Miro wird nah am Wasser liegen, so können Sie durchaus am Abend noch eine Runde schwimmen gehen. Die vielen kleinen Seen rund um Miro ergeben ein einzigartiges Wassernetz und damit eines der schönsten Paddelreviere Mitteleuropas. Wenn Sie Lust dazu haben, dann planen Sie einen Verlängerungstag ein und ergänzen Ihre Reise um einen Paddeltag. So können Sie zum Beispiel eine Kanutour in das Seerosenparadies unternehmen. Es paddelt sich sehr entspannt auf den motorbootfreien Seen. Auch für Einsteiger sehr gut geeignet. Die Tourenlänge bestimmen Sie dabei selbst. Unsere Zusatzleistung Paddeln enthält neben der Bereitstellung des Bootes und der Ausrüstung natürlich auch eine genaue Tourenbeschreibung. Am nächsten Tag geht Ihre Radreise weiter. Zurück an die Müritz. Immer wieder werden Sie direkt am Ufer entlang radeln. In Ludorf, kurz vor Röbel, steht eine der ganz wenigen Oktogonkirchen. Nach ungefähr 30 Radkilometern haben Sie dann das Zwischenziel Röbel erreicht. Röbel verfügt über eine Fährverbindung nach Wahren. Man könnte also an diesem Punkt auch die Radtour beenden und mit dem Schiff nach Wahren übersetzen. Weiter geht es auf dem Müritz-Rundweg. In den kleinen Orten Sito und Klink kann man wunderbar mit Blick zum Wasser eine Kaffeepause einlegen. Auf diesem Abschnitt gibt es wunderschöne Strände und zahlreiche Badestellen. Es ist also durchaus möglich, an einem heißen Radwandertag die eine oder andere Badepause einzulegen. Nach ungefähr 62 Tagesradkilometern ist Wahren wieder erreicht. Sicher werden Sie den Abend in einem der schönen Restaurants ausklingen lassen, bevor Sie am nächsten Tag abreisen. Alle Informationen zu dieser kurzen Radreise erhalten Sie auf unserer Website oder im aktuellen Reisekatalog. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gern zu den Möglichkeiten.